Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Subnautica. Hier ist der Jones. Und wir sind in unserem U-Boot in der Miss Jones auf einer Tiefe von 374 Meter in irgendeinem Biom, dessen Name ich nicht mehr weiß. Aber hier sind diese schwarzen Raucher. Die hatten wir in der letzten Folge entdeckt. Und ich meine, wir hätten gesagt, ich mache mir hier eine andere Basis hin und mache die alte Basis da hinten wieder weg. Also ich bin in einer neuen Session und weiß noch gar nicht so genau, wo ich jetzt dran bin. Ach, da ist die andere Basis, genau. Und da ist auch die Seemotte, die kann ich nicht bis hier runternehmen, weil ich wollte ja gern dieses Wärmekraftwerk bauen. Andockbucht, ist das hier irgendwo? Ach ja, genau, Wärmekraftwerk, da hatten wir die Fragmente gefunden. Da brauchen wir eigentlich nur noch Magnetit für. Und wo wir den herbekommen, das weiß ich noch nicht, aber den werden wir auch schon irgendwie finden. Caution. Mild dehydration detected. Oh. Fluid intake recommended. Ja. Vital signs stabilizing. So, direkt zweimal Wasser hier. Oh, ich muss mal was zu essen machen. Heute gibt's mal Blasenfisch. Oder wir holen uns doch hier so einen Spatenfisch mit. Auf die Schnelle. Wenn die schon mal hier rumschwimmen, die Kollegen. Schönen guten Tag. So, den hätten wir auch. Und das für ein Geräusch. Er hier? Sieht ja stylisch aus. Das Biom hier ist richtig schön. Kann man gar nicht anders sagen. Was sind das denn hier für Dinger? Lilientannenzapfen? Was ist denn das? Ach, das ist Salz, ne? Genau, Salz. Gab es hier richtig, ich erinnere mich, also ihr merkt schon, die letzte Session ist etwas her, da liegen ein paar Tage dazwischen. So, wo ist denn meine da oben? Ja, da wollen wir doch mal schauen, ob wir uns hier nicht irgendwie auf die Schnelle hier ein kleines hinbasteln können. Hier ist es ja schön warm, ne? Hier oben, 60 Grad haben wir hier. 61 Grad sind es hier oben. Das ist wie geschaffen für dieses Wärmekraftwerk. Vielleicht können wir ja was hier rüber bauen. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir nehmen mal einfach hier... Können wir nicht hier so einen Mehrzweckraum? Andockbucht. Ja, die kriegen wir jetzt nicht hier hin. Aber hier so einen Mehrzweckraum. Können wir den hier hinstellen? Hier. Ah. Okay, in den schwarzen Raucher rein will ich den jetzt nicht unbedingt packen. Wenn dann hier irgendwo... Man sieht aber auch gar nichts, wenn man dieses Ding da vor der Nase hat. Kann ich den nicht hier draufstellen? Hier. So. So. Zack. Ein wunderschöner Mehrzweckraum. So, und dann kann ich hier so eine Luke dran bauen. Und machen wir die doch direkt. Mal vielleicht hier auf die Seite. Machen wir die da hin. Ja, hast ja recht. Ich gehe ja schon in mein Schiff. So. Was fehlt denn? So einiges. Müssen wir mal schauen, wie sieht es denn hier aus? Haben wir noch irgendwie... Nein, wir haben nichts mehr. War ja klar. Wir machen es mal ganz kurz. Hier eine Kleinigkeit zu essen. Lecker Spatenfisch gibt es heute. Und vielleicht mal noch gerade Wasser. Also ich kann mir nicht mehr viel machen. Ich habe kaum noch Energie hier drauf auf der Kiste. So, das muss jetzt reichen. Einmal Spatenfisch und Wasser. Na komm, den Blasenfisch köcheln wir auch noch. Aber dann ist Schicht im Schacht. So, den Rest brauche ich, um wieder irgendwie hier wegzukommen. So, und da habe ich irgendwie Schrank. Schrank ist super.
irgendwie die Beschriftung geändert, versehentlich. So, dann packen wir das Gold noch da rein. Und, was können wir noch da rein? Mal, ich habe hier noch... kriege ich keine Energiezelle hin mit 3 Säurepilzen. Ist aber wirklich alles voll, das gibt's gar nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Alles rappeldicht, ne? Wir brauchen Titan. Und das finden wir hier nicht. Also wir brauchen mehr Titan. Und, ach Mist. Kann ich so eine Boje bauen? Kupferdraht und Titan. Na klasse, ey. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Können wir hier denn einfach so auftauchen oder war da irgendwas über uns? Waren wir in einer Höhle? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist so lang her. Sieht fast so aus, als könnten wir hier einfach so bis oben hin auftauchen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. So. So, und wo ist jetzt die... Ich glaube, das war gar nicht so weit. Die Seemotte ist ja nicht da. Die hatte ich ja extra an der anderen Basis gelassen. Vielleicht schwimme ich da gerade hin. Zeigt mir jetzt keine Distanz an. Oh, guckt euch das an. Herrlich. Quatsch, falsche Richtung. Moment, wo ist sie denn? Da ist Basis Nummer 2. Dahin müssen wir schwimmen. Mensch, Skinner. Und hier ist auch die Insel. Wie man sieht. Boah, das sieht so schick aus. Hat die Insel auch... Hat die auch Bäume? Könnten wir eigentlich mal erkunden. Ach ja, da sind die Bäume. So. So, das war nicht so weit. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal so runtertauchen. Das müssten wir eigentlich schaffen. Ist zwar leider etwas dunkel. Ach, da sind wir doch schon. Guck mal da. Geht doch rucki zucki. So, hier wird es langsam wieder hell. Da ist auch die Seemotte und die andere Basis. Herrlich, wunderbar. Alles da. Eigentlich wollte ich mich ja hier niederlassen. Aber, das ging halt eben nicht so wirklich gut. Welcome aboard, Captain. Ja, hallo. Oh, jetzt ist natürlich alles hier drin, ne? Okay, wir brauchen Energiezellen. Titanrest. Wir brauchen Energiezellen. Ich habe keine von diesen. Also Titan brauchen wir auf jeden Fall. Das Quarz kann ich mal hier lassen. Das Gold kann ich auch hier lassen. Das finde ich auch da. Den Diamant lasse ich schon mal hier. Das Aluminiumoxid brauche ich jetzt auch nicht im Moment. Das Silber nehme ich mal mit. Kupfer nehme ich auch mal ein bisschen mit. Das Salz machen wir noch da rein. Also, okay, wir brauchen auf jeden Fall ein paar von diesen Säurepilzen.
finde ich denn jetzt am schnellsten Säurepilze? In dem Startbiom, ne? Wie viel Energie hat denn die Motte noch? Welcome aboard, Captain. Okay, 75%, das ist ja schon mal was. Wachsen die Säurepilze nicht sogar auf der Insel? Wir könnten ja auch die Insel erkunden gehen. Könnten wir auch machen. Da müssen wir, glaube ich, einmal komplett drumrum. Ich glaube, die wachsen auch auf der Insel. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Wir können es ja mal ausprobieren. Kann ja nicht mehr wie schief gehen. Ist auf jeden Fall sehr schön. Die Sonne scheint. Was will man mehr? Irgendwo kann man hier an Land gehen. Ich glaube, da muss man komplett drum rumfahren. Irgendwo gibt es hier eine Stelle, wo man anlanden kann. Hier. Ah. Da sind wir doch. So. Oh, Schwimmflossen aus. Badelatschen an. Hier ist doch schön. Schauen wir mal, ob wir hier was scannen können. Nee. Da kann man auch nichts mitmachen. Schade. Na, schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Hier so ein Blümchen. Geht auch nichts mit. Ah, es sieht schon schön aus hier, mein lieber Mann. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Ich bin gespannt, ob die hier auch noch irgendwas machen wollen auf der Insel, was man dann irgendwie vielleicht noch abernten kann. Hier die Dinger, die sehen schon so aus, als kann man aber alles nicht scannen oder so. Aber die sehen schon so aus, als könnte man die mal irgendwann ernten und mitnehmen oder so. Gibt es hier denn keine Säurepilze? Ich dachte, die gäbe es hier. Hier liegt überall Salz rum. So, jetzt aber mal hier hoch. Aber hier scheint es sonst nichts zu geben. Schade. Eine schöne Lagune gibt es da. Da waren wir schon auf der Insel. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oder war das in der letzten Staffel? Oh, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Aber hier gibt es noch eine Höhle, eine kleine. Ach, das ist ja schick hier. Hier mit so einem Durchgang hier. Schauen wir mal da im Wasser, vielleicht gibt es da ja ein paar Säurepilze. Nee. Gibt's hier nicht. Schade, 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 schade. Aber die Insel ist mal richtig schick. So, wie komme ich jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt hier reingekommen? Hier. Die sind. Was ist sowas von atmosphärisch? Oh, was ist das denn? Oh, Pink Mushroom. Okay. Purple Rattle. Kann man die denn. Kann man die denn scannen? Nein. Ich weiß noch nicht, was man mit denen machen kann. Die hatten, glaube ich, auch noch kein Icon, ne? Genau, die Purple Rattle. Die haben noch kein Icon. Die sind also ganz neu im Spiel.
Auf jeden Fall gibt's die hier. So viel wissen wir schon mal. Hier gibt es noch so eine Überführung. Da ist auch die MS Jones. Oh, scheiße. Das war so nicht geplant. So, wo ist denn die Motte? Natürlich, genau auf der anderen Seite. Dann tauchen wir da jetzt drunter durch. Und tauchen zurück zur Motte. Ach, und hier ist die Lagune schon. Okay, cool. Die schwimmende Insel. Noch so ein Riesen Floater-Teil darunter. So, und dann fahren wir zurück und dann schauen wir, dass wir da irgendwie diesen Raum noch fertig kriegen. Beziehungsweise müssen wir schauen, dass wir diese Säurepilze bekommen. Denn ich brauche unbedingt Energiezellen. Kupfer habe ich ja eigentlich mehr oder weniger genug. Aber ich habe nicht mehr viel Energie. So, da ist die MS Jones. Die haben wir da geparkt. Die muss auch da bleiben. Damit ich die Stelle nochmal wiederfinde. Ich habe leider nicht genügend Zeug für eine Signalboje. Aber Energiezellen sind erstmal wichtiger. Deswegen fahre ich jetzt mal zurück und werde mir dann im Startbiom. Da ist die Insel. Wo ist denn die? Da. Genau. Dahin müssen wir. Und werde mir dann im Startbiom ein paar Pilze pflücken gehen. Kriegen wir die überhaupt noch ins Inventar? Ja, die kann ich ja mal droppen. Die Dinger, die sind jetzt echt mal extrem wichtig, die Säurepilze. Ohne die bin ich nämlich sonst aufgeschmissen. So, wie tief ist es denn hier? Die wachsen doch auch ein bisschen, glaube ich, so in diesem Windranken-Biom. Hier, vielleicht wächst ja hier auch sowas. Nee? Scheinbar doch nicht. Da liegt Titan. Das könnte ich natürlich jetzt auch gut gebrauchen. Hier gibt es hier keine Säurepilze. Ich dachte, die gäbe es hier auch. Oh, der Vulkan. Gibt es hier wohl doch nicht. Da sind doch welche. So, hier gibt es ja jede Menge. So. Dann haben wir das schon mal. So, dann holen wir direkt noch 4 Stück mit. Wunder, wunderbar. Das hätten wir. Dann können wir wieder zurückfahren. Dann können wir den. Wo ist denn die Seemotte hin? Da. Können wir den Raum noch gerade so irgendwie vielleicht bauen? Und dann müssen wir auf jeden Fall Energiezellen machen, sonst sind wir bald aufgeschmissen. Aber ich wollte es ja unbedingt so da unten bauen, nur wegen dem blöden Wärmekraftwerk. Musste ich ja so machen.
So bin ich nun mal. So, und ich kann jetzt noch nicht mal die Motte da andocken. Denn sonst lädt die sich auf und dann hat die MS Jones keinen Saft mehr. Das ist natürlich dann auch doof. Fährt die eigentlich schneller, wenn man hier oben fährt? So, jetzt müsste man doch auch schon da sein. So, da ist sie doch. Wunderbar. Und dann nutzen wir die hier nämlich sozusagen nur als Aufzug, um immer hoch und runter zu kommen. Welcome aboard, Captain. Ja, einen wunderschönen guten Tag. So. Wir brauchen einen. Ne, wir machen erstmal Batterie. Und nochmal Batterie. Ach, der braucht auch noch Silikongummi. So, einmal Silikon und dann direkt eine Energiezelle machen. Ist aber auch knapp, mein lieber Mann. So, die können wir auch direkt mal einsetzen gehen. Jetzt haben wir nämlich gleich keinen Strom mehr. So. Das ist blöd, dass ich jetzt hier drin craften muss. Jetzt muss ich mir hier nämlich selber die ganze Zeit den Strom wegziehen. Oh, Blei hat auch ein neues Icon bekommen. So, eine Batterie. Und noch eine. Nochmal Silikon. Und eine Energiezelle. Hatte ich nicht hier irgendwo eine Batterie drin? Nö. Aber da waren noch, hier sind da noch Säurepilze. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da können wir einen zurück machen. Das gibt dann noch 2 Batterien. So, brauchen wir wieder Silikon. Kein Quarz mehr da. Das ist nicht so wirklich taktisch klug, was ich hier gerade mache. Aber es geht gerade nicht anders. Das ist echt ein bisschen doof. Von daher bin ich echt froh, wenn ich da unten eine Energiezelle. So. Was fehlt denn für die jetzt nochmal? Batterie mal 2. Oh shit. Na gut. Richtig toll ist das noch nicht hier, aber. Das hat jetzt 45% Energie gekostet. Okay, wir haben zumindest mal 300. Titan haben wir ein bisschen da. Damit kriegen wir doch, wenn wir jetzt hier runtertauchen. Damit kriegen wir doch auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Na gut, ich werde hier mal jetzt runter zur neuen Basis tauchen und dann mal schauen, was wir da machen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.